Ställningen är 1-0 till Fillmore. Missat ett mål. Schönen Dank für uns alle Spieler von Fillmore. Somit der neue Schadensitzwechsel und Fillmore im Angriff. Langer Sideline-Pass von Fillmore und Pass in die Endzone. Das war das 2-0. 2-0. In der Verteidigung. Langer Pass in Zeitlinie dann kann abgefangen werden. Somit die Erlinge aus Houston mal weg. Yeah.
Fyra, två. Take two. Guys, with the cutting is going everybody away from the net, everybody oscillating, separate those cuts. So I have someone always coming in. Looks like we're looking for something. No, hey, listen. Ross, Lobs, and I are playing like shit. All right? We've handled the disc a lot of the time through the tournament. We're handling it tonight. Gelegenheit nutzen, sich kurz die Mannschaften vorzustellen, die an diesem ersten alten Kurs die Vereinsmeisterschaft-Weltmeisterschaften teilgenommen haben. Aus den USA, die Unity aus New York, Yomama aus Washington, Fillmore, Philadelphia, Baltimore, die Miami Refugees aus Miami, Florida, die Aerodynamics aus Houston, SNSC Örebro aus Örebro, Schweden, Boston Massacre aus Boston, Atletico SDC aus Helsinki, Franke aus Klosterneuburg, Österreich. Kurs bitte, komm raus bitte.
Philadelphia. Og da får vi se på en Redsostokille som kommer inn. Von ihrem Helm, der ihrer Meinung nach noch lange nicht verstorben ist, sondern noch... Philadelphia und Baltimore. Möchte Frau Carmen Hemmer zum roten Organisationsbus bitten, und zwar mit Klondike. Danke.
10-4. 10-4. Diese Zinkunterlassen besaßen. Ein besonders fähiger Kommilitone namens Zack Morrison entdeckte dies wohl als eine Lasten und ließ sich zurückmelden. Von da an nahm Frisbee einen Siegeszug rund um die Welt. Heute gibt es rund in 20 Ländern Landesverbände weltweit, die es reicht von Japan bis Australien. Diese Frisbee-Weltmeisterschaft ist die erste in dieser Art, die U1-Mannschaft. So, Turnover, Houston, Aerodynamics und den Angriff. Und damit die Chance weiter zu verkürzen. Führte die Mannschaft Looney Tunes schon mit 7-2. Trotzdem gewann die Aerodynamics nachher noch eindeutig. Da kommt die Zuschauer auch noch dabei.
Ich denke, das kann auch eine spannende Geschichte hier heute. Die Irre Dynamics-Nummer in der Verteidigung in schwarzen T-Shirts und Fillmore in weißen T-Shirts mit einem sehr schönen Sideline-Pass. Pass zurück in die Mitte, der Spieler muss stehen bleiben. Der Spieler muss stehen bleiben. Pass zurück in die Mitte, dann hat er zwei Würfel. Der kann gefangen werden. Abgefangen werden von einem Spieler aus München, den Elbe Dammes, nur mit erneuter Schadensituation. Der Team-Captain von der Elbe Dammes, Emil Lemper, gerade an der Scheibe, passt zurück. Filmer spielt hier einen Force-Mittel-Defense, das ist ein sehr beliebtes Defense-System aus der USA. Und versucht die sogenannten Sidelines, die Seitenlinien auszuhalten. Bitte die Seitenlinien zu machen. Das war der erneute Anschlusstreffer. Versuchter Fang. Nicht ganz geklappt.
Dann wieder erneut Houston im Angriff. Langer Pass auf die Sideline. Langer Pass in die Endzone. Erfolgreich gefangen in der Mittag. 90 Euro für Elvin von Hell. Langer Pass in die Endzone von Fillmore, war noch auf der Linie der Spieler, somit konnte jetzt erst der Punkt erzielt werden. Die Scheibe konnte von den Spielern aus Houston nicht gefangen werden, somit ein neuer Scheibenwechsel. Das war das 15:9 für die Mannschaft aus Fillmore. Thank you.
16-10. Das war mittlerweile das 18-10 für Fillmore. Vorführungen bereit zu machen und Herrn Frank Richter die Halfpipe abzusperren. Vielen Dank. Herr Frank Richter mittels der umherstehenden Banden bitte den Bereich um die Halfpipe absperren. Vielen Dank. Wir bitten auf jeden Fall alle Teilnehmer, die es auch
you there! No, 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 not the Jason! Get her, Jason Nippin! Because the crowd's leaving. Well, yeah. Can't see anybody else. Hey, come on. Yeah. Shut that up. Come on. One, two, three. Come on. Let's just work in the field. Let's go, Seven. Let's go. Come on. We need to get our core checks. Let's go, guys. Bitte noch unter anderem zwei Sonderpreise zu diesjährigen Turniersendung. Unser Finalspiel geht aber unvermittelterweise weiter. Und das war das 20 zu 13 für die Aerodynamik. Es muss ein Sechser. Aerodynamics.
Der war noch nicht in der Endzone. 20:15 aktuell der Spielstand. Und das war der Punkt, 21:15. Die Kombinationsmannschaft aus Philadelphia und Baltimore. Fulmer Team, erster offizieller Weltmeister in Ultimate Frisbee der Vereinsmannschaften. Herzlichen Glückwunsch, Congratulations. So, wir werden jetzt direkt im Anschluss zur Siegerehrung übergehen. Allen Teilnehmern, die diese Zeremonie nicht miterleben möchten, empfehle ich den Weg in unser Organisationszelt, das große Zelt auf der gegenüberliegenden Seite. Can you please help me?